Zulamin versucht die Situation zu retten und der Mann fragt, stirbt hier und jetzt. Und fragt ihn, wurde der erhabene Mondsilbervesir Hablet in diese Sache hineingezogen, wegen der Rivalität zwischen seinem Gott und dem Paktherrn Xerans, oder gab es noch andere Gründe? Auch. Was waren die weiteren Gründe? Vor allem ein Wunsch von Manatergom. Er konnte sich aussuchen, welcher der anderen das Ziel sein soll. Hast du mit Tergom persönlich gesprochen? Ja. Handeln außer Manatergom noch weitere Erhabene mit Xeran? Nicht, dass ich wüsste. Ich schließe es aber nicht aus. Gibt es irgendwelche Geheimgänge oder speziellen Wege, die ihr in das Gemach bzw. den Bursch von Manatergom genommen habt? Nein. Einfach so vorne reingegangen. Ich habe mich natürlich angemeldet und sie wussten, wer ich bin. Dann bin ich, ich glaube, 20 Stockwerke nach oben gestiegen und konnte dort dann gemeinsam mit ihm Tee trinken. Dieses Haus in Mendena von Xeran, hat es Wächter? Ja. Welcher Art und wie viele sind diese Wächter? Söldner, Soldaten. Allgemein gefragt, wie sehen die Sicherheitsvorkehrungen aus? Alles. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Alles, was man für Geld kaufen kann. Gibt es dämonische Wächter? Ja. Welcher Art? Aller. Gibt es Illusionen? Ja. Gibt es Säurefallgruben? Das weiß ich nicht. Ich bin noch in keine reingefallen. Oh, ihr sagtet alles, was ich mir vorstellen kann. Und gleich bei dem dritten sagt ihr, wisst ihr nicht. Es tut mir leid. Also, das war nicht gelogen. Da ihr mit Sicherheit schon einmal geplant habt, ihn zu töten und ihn zu ersetzen, was war euer Plan? Wir beide wissen, ihr wolltet ihn verraten für sein Gold. Selbstverständlich. Am besten ist natürlich immer ein Rücken, ein Dolch in den Rücken in der Nacht. Das sind ja immer die besten Pläne. Aber ihr wisst, dass seine Legion um ihn ist. Nicht immer, nur im Krieg. Was war vor dem Krieg? Wie würdet ihr ihn jetzt töten? Na, wenn er draußen aus Medina raus ist, aus seinem goldenen Haus, in seinem goldenen Haus ist er unangreifbar. Aber das liegt nicht in der Legion. Aber wenn er draußen ist, dann hat er die Legion um sich, zumindest jetzt in Kriegszeiten. Warum ist er dann unangreifbar? Was? Ihr sagt, das liegt nicht an der Legion. Er ist am verwundbarsten, wenn er nicht in seinem goldenen Haus ist. Jetzt aktuell hat er aber die Legion um sich. Das ist schwierig. Ah, das wird schon kein Problem darstellen. Ich werde schon nicht der einzige dieser Priester des Goldes oder so sein. Und ich bin mir ziemlich sicher, jeder einzelne davon trachtet Xeran nach dem Leben. Und ich bin mir auch sicher, Xeran weiß das. Ich bin der einzige Priester des Reichtums. Jetzt gucke ich ernsthaft überrascht. Dann gibt es noch den Proprior des Borboradianismus und den Prophet der letzten Tage und den obersten Stadtrichter und den Marktrichter und die Trollzacker Geschwister und den Kommandanten der Stadtgarde und die haben alle andere Titel. Dann gibt es noch den Sekretär, den Hofarchivar, die Hauptfrau, den Prälatenhauptmann. Was könnt ihr uns über all diese Leute erzählen? Ja, genau. Wer würde ihn am günstigsten verkaufen? Schwierig. Die könnt ihr an sich alle bestechen. Da drüben funktioniert alles mit Geld. Können für 1600 Dukaten tue ich es. Ist Azariel in Mendena? Aktuell weiß ich es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, Azariel ist an der Seite von Helma Hafax. Sie ist meines Wissens ziemlich verstimmt, dass Xeran sich einen Hochpropheten von Borborat nennt. Also sind die beiden nicht gerade im Guten auseinandergegangen. Azariel und Xeran? Xeran weiß ich nicht, wie er zu ihr steht, aber Azariel hasst ihn. Das ist gut. Also, wenn wir Azariel zufälligerweise treffen würden, hätte sie vielleicht mehr Informationen über Xeran, die uns helfen könnten. Meint ihr oder eher nicht? Azariel hat bestimmt weniger Informationen über ihn, aber mehr Informationen über Borboradianismus. Ihr sagt... Bitte du zuerst.
Aber vielleicht weiß sie etwas über diese unbesiegbare Legion, die ja doch nicht so unbesiegbar ist. Im Vergleich ist sie doch relativ schwer zu besiegen, sagen wir so. Eine schwierig zu besiegende, aber dennoch halt. In Relation, ja. Ah. Aber das ist nicht so ein griffiger Titel, die relativ schwer zu besiegende Legion von. Ja, aber ich muss die Wahrheit sagen, deswegen tue ich das. Ihr sagtet, Xeran befindet sich in Schwierigkeiten. Der Krieg gegen Hafax läuft schlecht. Er ist kein General. Was glaubt ihr, plant er, um diesen Umstand auszugleichen in der nächsten Zeit? Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht mal, ob Xeran das selbst weiß. Er hat also keine Vorbereitung für irgendwelche Rituale getroffen? Der Süden wurde ihm genommen. Wenn man im Süden in Tobrien noch irgendwas einnehmen kann. Aber der Norden ist wohl noch frei. Das nächste, was dann kommt, ist Ilso, aber da war noch keiner von uns. Was ist Xerans Lieblingsessen? Das weiß ich nicht. Ah. Oh, Dax. Ja, das hätte wichtig sein können. Goldapfel? Goldapfel. Ah, naja, also stell dir vor, wir würden uns einschleichen und jemand... Hat jemand noch zweckdienliche Fragen? Ja, natürlich. Ja, eine habe ich noch. Ich meine, das war die Wahrheit. Also, er ist Paktierer in einem hohen Kreis. Ich glaube, er ist wirklich goldene Äpfel. Die Magdalenata. Wieso helfen sie ihm? Gold. Aber sie müssen doch wissen, dass das meiste seines Goldes falsch ist. Keine Ahnung. Nakika Bärenfang ist die Hauptfrau von den Magdalenata. Aber, naja... Keine Ahnung, welches Gold die haben wollen. Wo sind sie? Ist ein Teil der Magdalenata in der Stadt stationiert oder sitzen sie immer noch auf ihrer Bergfestung und kommen nur hinab, wenn Xeran ruft? Nee, nur die Hauptfrau ist in Mendena. Die anderen sind alle außerhalb. Er will die nicht haben, weil die mit Belhazar im Bunde sind. Und Zanzreich. Batsch ihn wieder. Au. Würde noch jemand? Die Hauptfrau ihn verraten? Stimmt. Welche Artefakte besitzt Xeran? Und zwar, die ihr kennt. Über welche Macht verfügen diese Artefakte? Listet sie bitte genau auf. Er hat noch nie gegen mich gezaubert. Er kann sich teleportieren. Mhm. Er kann Schilde um sich herum entstehen lassen. Ah, Geschenk. Er hat Dämonen in seine Ringe gebunden. Könnte problematisch werden, aber nichts, was uns nicht aufhalten würde. Er kann sich heilen. Mehr weiß ich nicht. Jede Gelegenheit etwas. Wie viele Dämonenarchen befinden sich unter seinem Kommando? Eine halbe. Nachdem Jalan ihm die weggenommen hat. Was meint ihr mit einer halben? Naja, wir haben, also was heißt wir, ich war das nicht. Die Generalität hat den Hafen ausgebaut und jetzt versklaven wir die Dämonenarchen. Wir reißen ihnen das Holz raus, das regeneriert sich nach und wir benutzen das Holz, um andere Schiffe zu bauen. Wie haltet ihr die Archen gefangen? Naja, weil das ist eine lebende Werft. Wie? Was meint ihr damit? Wie haltet ihr eine Arche gefangen? Es ist ein riesiges Konstrukt. Wie haltet ihr die Steuermänner unter Kontrolle, wenn er wissen? Das Schwert. Die lebende Werft hat riesige Ausmaße. Äußeres Hafenbecken. Kann man in kürzester Zeit schließen, ist für den Schiffbau entwickelt, neuartige Ideen. Ich kenne mich damit nicht aus, Mann. Wir haben, ich glaube, zwei Paktierer, die da rumlaufen. Also von Charybdis. Hat schon wieder. Au. Gut, er hat also keine operativen Dämonenarchen. Nee, die benutzt er gerade für andere Sachen. Ja. Zumindest ist das, was ich weiß. Kann auch sein, dass es unterirdisch, also eine unterirdische Werft gibt. Aber ich bin Paktierer von Tasvaralen und nicht von Charybdis. Ich war schon zweimal. Au. Können wir die Sache hier endlich beenden? Könnt mich nicht töten. Ich meine ich nicht.
Doch, können wir. Hast du doch selbst gesagt, wenn wir die... Hör auf, mit dem Mann zu diskutieren! Aber vielleicht hat seine Erhabenheit Ben Schirk noch eine Frage oder zwei. Er hat bewiesen, dass er des Todes verdient hat, mehrfach. Ich werde ihm seinen Pakt nicht absprechen. Seine Seele soll auf einmal brennen. Nun, er kann sich aber, wie jedes Kind Angorsch, noch vor Angorsch verantworten, wenn er das möchte. Ist das wieder dieses in den Schlund werfen? Nein, in dem Fall meine ich einfach nur, hat er noch irgendwelche Worte. Ich bin immerhin ein Priester unseres Volkes und... Ich habe Angorsch schon ziemlich lange entsagt. Na gut, dann tötet ihn. Nun, eine Frage hätte ich tatsächlich noch. Wer sind Xerans Kontaktleute in Kunchum? Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob er welche hat und dann weiß ich auch dementsprechend ihren Namen nicht. Da hat sie aber bestimmt, aber ich kenne sie nicht. Du hast gesagt, du bist per Schiff über Kunchum gekommen. Das ist die einfachste Methode, habe ich gesagt. Einfach erneuern. Erfahren wirklich alle Schiffe aus Kunchum nach Mendina? Also das Nein. ist doch bestimmt ein sehr seltsamer Zielpunkt. Nein, das ist eine ziemlich gefährliche Reise, deswegen fahren nur einige wenige dorthin. Die meisten werden unterwegs gefressen. Aber was ist der einfachste Weg? Und von Kunchum aus kann man direkt in Gadang bis nach Fasa auch. Nicht bis ganz nach Fasa, aber ihr wisst, was ich meine. So bin ich auch hergekommen. Von Kunchum über die Manadi zum Gadang. Deshalb war das eine Route. Jetzt, wo die Oronia keinen Zoll mehr erpressen an Nelborum, ist das auch alles sehr viel günstiger. Noch irgendwelche letzten Worte, die kein Bestechungsversuch sind? Und keinen Namen einer erzdämonischen Wesenheit, bitte. 1600 Dukaten und ich mach's. Okay, sagen wir 1500. Ich bring ihn um. Dann seid ihr im Namen Praios und der Elfgötter. Hiermit also eure Taten des Todes. Ich zieh dann irgendwie seine Hand oder leg die auf die Stuhllehne und den Graf immer mal zu. Das würde jetzt wehtun. Hier würde mal meinen chorgeweihten Schlagring rausnehmen und seine Hand versuchen zu zerbrechen. Oh Gott, ich lass ihn dann los, wenn er damit anfängt. Oh Gott! Ja, du kannst 3-4 Mal drauf trümmern. Irgendwann bricht sie zerbricht. Du kannst auch sehen, dass es im Inneren kein Blut mehr gibt, sondern sie nur noch aus purem Gold besteht. Wie das bei Jalan aussieht, weißt du nicht. Und dann, wenn sie abgebrochen ist und du diesen Goldstumpf vor dir hast, kannst du auch sehen, wie er anfängt zu heulen und der silbrige Stumpf an dem Bein dann auch anfängt zu bluten und die alten Wunden aufreißen. Und er dann jämmerlich nach und nach stirbt. Ich schaue mich mal um. Das Schwert wäre stumpf geworden. Und dann kannst du auch erkennen, wie Götter, sich das... Du solltest es einfach im Ganzen abhacken. Das Symbol von Praios brennt sich dann nach und nach in seine Brust ein. Ja, aber das Schwert wird doch stumpf, Jalan. Bisschen mitdenken. Nun, die Götter haben ihn für das, was er tat, gerichtet. Beten wir... dass durch seinen Opfer einige unschuldige Seelen davon abgehalten werden konnten, in die Fänge der Dämonen zu gelangen. Oh, das ist nett von euch. Also, gehen wir jetzt Xeran umbringen. Wir werden euch eine Abschrift des Protokolls mitgeben. Wir bedanken uns für die Zusammenarbeit. Was macht ihr mit Manaf Tegum? Wir werden Krieg gegen führen. Und wir würden uns sehr darüber freuen, wenn Zulamin bzw. Reshal hier ihre Reiter uns ebenso zur Verfügung stellt. Es wird ein langer und erbarmungsloser Krieg werden, aber wir werden ihn nach und nach austreiben. Wir beenden den innerhalb von einer Woche. Ich glaube, Jalan, ihr missversteht, wie man hier Krieg führt. Vielleicht. Es funktioniert vermutlich eher über das Eliminieren seiner Angestellten, ihn isolieren, ihn in seinen Turm treiben. Es wird ziemlich blutig werden. Wir gehen da rein, Rafim. Wir packen ihn beim Kragen und wir werfen ihn von seinem Türmchen. Du unterschätzt, wie viele Armbrustschützen der vermutlich hat. Wir haben es in der Arena nicht geschafft. Warum denkst du, schaffen wir in seinem eigenen Turm das? Weil wir in der Arena keine Zeit zum Planen haben. Wollen wir uns wirklich mit den Geflogenheiten dieser Stadt noch weiter beschmutzen? Außerdem, Jalan, wir gehen jetzt den Wichser töten, der Zulamin anschwärzen wollte.
Wir fahren jetzt nach Mendena, ziehen ihn aus seinem goldenen Haus und von mir aus kannst du ihn dann vom Dach schmeißen. Nein. 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 Du weißt genau, nein, dass der Bastard nicht aufhört. Bis ich lasse einer mich gerne auf einen kleinen Krieg mit diesem Bürgermeister ein, meinetwegen. Aber ich werde nicht mit euch wieder nach Schwarztobien fahren, ja, um noch irgendeinen Herrpachen abzustechen. Und was ist, wenn er das nächste Mal nicht nach Zulamin greift, die gut bewacht ist? Dann bezahlen wir ihn eben einfach und haben unseren Frieden. Ja, und was ist, wenn jetzt nach euch, zu euch kommt? Oder schlimmer, nach das, eurer Frau. Ja, was glaubt ihr, das hält ihn auf? Glaubt ihr, wird nicht euer Ritter gut finden? Glaubst du, dass nicht jeder von uns ja schon weiß, wo wir wohnen? Ich bin zu alt für diesen Scheiß. Ja, das willst du, aber das hat ja noch keinen hier aufgehalten. Und Jalan, denk an deine Kinder. Richtig, die wollen, dass du in den Krieg ziehst. Na gut, aber das ist das letzte Mal. Das ist das allerletzte Mal. Ja, das sagst du beim nächsten Mal bestimmt auch. Nein, Rafib, schwör es mir, das ist das allerletzte Mal. Ja, das ist das allerletzte Mal, dass wir Ceran umbringen gehen. Das kann ich dir versprechen. Das ist das letzte Mal, dass ich mich von euch in irgend so einen Krieg zerren lasse. Schwör es mir bei Freyos. Das ja, ist also allein eure Entscheidung, Jalan. Aber die anderen mögen es wieder versuchen, aber ihr seid es, der sich darauf einlässt. Rafim kann euch das nicht versprechen. Ihr müsst diesen Krieg führen und wir beide wissen, die andere Seite, Shell, wetzt schon ihre Schwerter. Jetzt weiß er nicht, dass wir unterwegs sind. Jetzt haben wir einen Monat, um die kleine Kröte zu finden. Und ihr und seine unbesiegbaren Legion zu zeigen, was er landfarnischer Stahl ist. Na gut. Aber ich sagt's meiner Frau nicht. Hätte da vielleicht noch eine kleine Idee. Oh, Bulldogs. Ja, es wurde doch diese merkwürdige Diamantenmine angesprochen, ne? Ihr wisst, was ich meine. Und dieser merkwürdige Händler auf dem Markt, der hat mir doch auch versucht, Diamanten zu verkaufen. Ich habe ihn nicht so ganz verstanden, aber das, was er in der Hand hatte, das war ein Diamant. Und bei dieser wunderbaren Karte, die wir von den Zwergen erhalten haben, ist ja auch eine Diamantenmine. Wir gehen dahin, schaben eine Kiste voll Diamanten zusammen und geben uns in Mendena als Händler aus. Meine Freunde, ihr habt der Fexkirche heute einen großen Gefallen getan und da ihr die Leiterin des mondsilbernen Kontors kennt, möchten wir euch nicht nur eine Kiste mit Diamanten überstellen, sondern auch eine DAO. Eine wie bitte? Eine DAO. Ein Schiff? Ich dachte, ihr wart selbst auch ein Kapitän. Was ist ein Schiff? Verzeiht, ich bin eher mit mittelreichischem Schiffbaustil bewandert. Hab Dank, euer Erhabenheit. Wo finden wir dieses Schiff? Am Hafen des Gelang. Wir werden euch einen Boten schicken, wenn es bereit liegt, gemeinsam mit der Kiste. Es wird einen halben Tag dauern. Wenn ihr noch etwas mehr Zeit braucht, sagt Bescheid. Schickt einfach einen Boten auf den Jolfessar. Das klingt gut. Mondsilbervisier, wäre es nicht vielleicht opportun, ein paar, Leute, die sich mit Bergbau und dem Einstürzen von Stollen auseinandersetzen, zu dieser Diamantenmine zu schicken, sodass, unserem lieben, mitwissenden Freund hier schon mal ein finanzieller Schaden bevorsteht, bevor ihr gegen ihn in den Krieg zieht? Das werde ich so oder so tun. Sehr gut. Wir werden uns um sie kümmern, mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Aber uns als Fexkirche und nicht mir als Erhabenem ist sehr viel mehr daran gelegen, dass ihr den höchsten Paktierer des Gegenspielers zu Fall bringt. Damit ist uns wesentlich mehr gedient. Ach, das machen wir so oder so. Er steht hier im Bunde mit den Grolmen und da ist das eine Selbstverständlichkeit. Außerdem dieses falsche Gold. Es ist pervertiertes Erz und das muss gereinigt werden. Ich wette, Mendena wird voller Gräume sein. Ah. Oh, vielleicht treffen wir ja auch mal einen netten Gräum. Oh, Boltox, ich dachte, du lachst jetzt wenigstens. Das war doch astreiner Zwergenhumor. Ist, ja. Ich will ja. Ja. Ja, Gräume. Da ist wenig so zum Lachen. Ja, also dann wird das ja sogar noch ein längerer Urlaub.
Jetzt machen wir auch noch einen Ausflug nach Mendena. Ach, Sulami, du veranstaltest dich die besten Urlaube. Ich werde meiner Frau einen Brief schreiben, in dem ich das Thema umschiffen werde, dass wir nach Mendena gehen. Ich könnte ja sagen, ihr seid nach Al-Anfa gegangen. Vielleicht sagt ihr einfach, ihr habt noch einen Geschäftstermin in Kunchum, ihr müsst euch um das Konto kümmern. Ja. Oh, das entspricht sogar der Wahrheit. Was, wir werden uns in Kunchum um das Konto kümmern müssen. Eben, es ist keine Lüge. Außerdem gibt es da noch eine gewisse Schmiede, in der ich einen Besuch abstatten muss. Nun, aber wir müssen wirklich bis zum Reinigungsfest wieder zu Hause sein. Ich habe Asavo versprochen, dass ich das mit ihm gemeinsam feiere. Wenn ich bis zum Greifenfest nicht wieder zu Hause bin, brauche ich mich gar nicht blicken lassen. Oh, dann habt ihr ja noch mehr Zeit, mit uns durch die Welt zu ziehen. Also. Oh, dann schnappen wir uns den anderen in Hafax gleich auch noch. Oh, das wird ein toller Ausflug. Ja, dann jetzt mal ein bisschen Freude ins Gesicht. Wir ziehen in den Krieg. Andra, steh mir mal, womit habe ich das verdient? Naja, so, du hast deine goldene Hand und... Boltax, das war jetzt so eine Rhetorikenfrage. Richtig, Bol? Richtig? Habe mir eine Rhetorikenfrage. In der Tat. Ja, aber ich meinte doch, dass er sich wirklich als bester von uns, als, zweifelhafter Geselle ausgeben kann. Mit dieser Hand. Ja, da hast du natürlich recht. Also wir sind ohne dich aufgeschmissen, Jalan. Ihr habt mich schon überzeugt, hört auf mich bequatschen zu wollen. Aber wir können das so gut. Ja, du bist unser Falschbaktierer. Oh. Kommt jetzt, wir müssen packen und unsere Sachen sammeln und diese Kiste abholen. Und wir werden Kamele brauchen, denn wir müssen bis nach... Wo ist der nächste Flusshaufen? Luzern. Wo auch immer das sein mag. Kommt schon, die Zeit drängt. Nur, und ich dachte, wir würden wenigstens noch unsere Belohnung feiern. Ja, feiern könnt ihr, wenn Xeran tot ist. Den Abend verdorben. Ja, enttäuschend. Und außerdem Kunchum brauchen wir, glaube ich, eine Woche etwa bis nach Mendena, wenn nichts schief geht. Dann eine Woche, um den Sack umzubringen. Eine Woche zurück. Ja, 3 Wochen. Wir sind Greifenfest wieder zu Hause. Eine sehr positive Zeitrechnung. Oh, ihr werdet im Übrigen begeistert sein. Ich bin gar nicht mehr so schlimm seekrank wie noch, früher, ihr wisst. Wirklich, Voltax? Ihr werdet nicht mehr grün? Ein bisschen noch. Aber es hat sich viel gebessert. Ich muss nicht mehr das komplette Deck mit, meinem Mageninhalt benetzen, sondern nur noch kleine Teile. Ja, das ist ein gewaltiger Fortschritt. Oh ja, ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe große Fortschritte gemacht. Ah. Vielleicht sollten wir euch einen Eimer besorgen. Noch ein Eimer, der wird ja wohl auf dem Schiff sein. Denke auch. Aber wenn wir noch irgendwas... Obwohl, wir können es auch noch in Kunchum kaufen. Das ist natürlich richtig. Und vermutlich billiger als hier. Ein Eimer? Ein Fass, wenn es sein muss. Ich fürchte, Jana wird noch seine Rüstung brauchen, aber... Zumindest eine Rüstung. Nun, ich bin mir sicher, wenn wir ganz, ganz nett bei Yaira Al-Azim aufschlagen und vielleicht eine große Kiste Gold dalassen, wird sie sicherlich über, sagen wir, vergangene Meinungsverschiedenheiten hinwegsehen. Ansonsten kannst du dir sicherlich auch so eine schicke Holzrüstung besorgen wie ich. Ich glaube, die kommt irgendwie aus der Nähe von Kunchum. Ah, wäre das nicht was? Ja, dann du und ich in Holzrüstung. Vor dir zucken die Bilder aus Maraskan wieder hoch. Du erinnerst dich. Ja. Obwohl die Maraskan als auch die Kamadgarde, die waren beide übel. Oh. Kommt, gehen wir. Ich will nicht daran denken. Das heißt, ja. Oder darüber reden, Boltax. Wenn du etwas auf dem Herzen hast, dann... Weißt du, kannst dich mir immer anvertrauen. Ich schwöre, ich werfe ihn über Bord. Was hast du gesagt? Ich hab dich nicht verstanden. Ja, kommt jetzt. Ich dachte, kommt jetzt. Wir haben keine Zeit. Für gar nichts. Och, Jalan, jetzt. Wir sind im Urlaub. Nicht mehr. Ach, so ein kleiner Heptarch.
So könnt ihr euch wieder zurück aufmachen in eure Villa, nachdem ihr an der Zelle den Bakhtira gerichtet habt, die letzten Erkundigungen bei der Fexkirche eingeholt habt. Und Rafim wird dort auf Ban Shayan treffen, der ihn herausfordert. Es gibt zwar keinen wichtigen Zweikampf mit dem Schwerte, wohl aber in verschiedenen anderen Disziplinen. Und zwar fordert er dich heraus zum Weitspucken, zum Kampftrinken, zum wer kann am lautesten brüllen, wer kann am längsten die Luft anhalten, wer kann am längsten jemanden niederstarren. Ja, also nimmst du die Herausforderung an? Nein, da kann mich mal dicker Marsch lecken. Ich habe gerade echt Wichtigeres zu tun als da. Das sind aber fantastische Disziplinen. Ja, hier, Boltax, der macht das für mich. Ich nehme Boltax hoch, halte ihm diesen Stiertypen ins Gesicht. Hier, Boltax, meine Vertretung. Ihr beide, macht das. Also, wir fangen mit dem Kampftrinken an, würde ich vorschlagen. Na, was meinst du? Dann das Weitspucken. Das bietet sich so schön hintereinander an, wenn ihr versteht. Nein, nicht mit dir. Du bist kein Hornbruder. Ach so, du hast Angst. Ich verstehe. Naja, nicht jeder kann mit Zwergen mithalten. Er kommt nach 5 Minuten wieder und schlägt Rafim dann einen großen Humpen mit Bier über den Kopf. Also, was falsch mit dir? Also jetzt mal wirklich. Ich will, dass du mich nie vergisst. Dafür sorge ich. Und dann spuckt er dir ins Gesicht. Ja, jetzt haben wir ja keine Wahl, ne? Nur schlage ich ihm ins Gesicht. Ja, so gibt es eine große Prügelei der zwei Giganten gegeneinander. Dann nicht mit blutigen, tödlichen Waffen, sondern nur mit Faustkampf. Und so kannst du dich den restlichen Abend... er braucht ab und zu mal eine halbe Stunde Pause. Und nachdem er sich dann eine halbe Stunde wieder hingesetzt hat und Bier getrunken hat, wird er sich weiter prügeln wollen.